Willkommen Leute zu einer weiteren Bandless Prediction und zwar dieses Mal zu einer für Juni. Und was soll ich sagen, Freunde? Es hat sich einiges getan. Wir haben mittlerweile neue Meta-Decks, beispielsweise haben wir Eldritch, wir haben die Steinbefreier und Co. Und es gibt mittlerweile Karten, die wirklich, naja, eine gewisse Spielstärke haben, sagen wir es so. Ihr wisst Bescheid, wenn ich persönlich hier eine Bandless Prediction mache, sieht es immer so aus, dass ich halt Ideen rausgreife. Aber ich sage immer dazu, dass auf gar keinen Fall alles hier auf einmal eintreten wird. Das ist unmöglich. Es wird niemals, naja, passieren, dass diese drei Karten hier beispielsweise alle auf 1 gehen gleichzeitig. Kann nicht passieren. Die beiden Karten hier zusammen wäre auch absolut sinnlos. Und. Aber es sind alles Möglichkeiten, die eventuell separat voneinander passieren könnten, beziehungsweise vielleicht auch durch eine Überraschung zusammen. Ist zumindest vorstellbar. Wie auch immer. Eure Meinung hierzu gerne in die Kommentare und eure Vorschläge, was ich quasi noch hätte erwähnen sollen. Und da würde ich sagen, starten wir direkt mal. Und denkt auch bitte an meinen Sponsor Logic Cards, an meinen Gaming-Kanal. Und ganz wichtig, Freunde, an meinem Twitch, ich streame mittlerweile sehr regelmäßig, mehrfach die Woche. Und da würde ich sagen, beginnen wir jetzt mal, naja, mit der Bandlist hier. Und wir starten logischerweise auch dieses Mal mit den verbotenen Karten. Und da beginnen wir zunächst mal mit dem Blockdrache. Und was soll ich sagen, Freunde? Fate-Stack-Themen sind aktuell einfach in der Meta angekommen. Ich hätte niemals gedacht, ne, dass ich das quasi nochmal sage, aber es ist passiert. Die Steinbefreier sind Tier 1. Und Megalith beispielsweise, was im OCG eine große Relevanz hat, kommt bald auch raus im Full-Force-Support. Und dann geht's ab. Holy shit, wir haben gute Fels-Karten. Und der Blockdrache ist logischerweise eine der unfairsten Fels-Support-Karten, die es jemals gab. Aber diese Karte hier war seit Jahren fair im Game, weil es einfach keine guten Fels-Decks gab. Sie war teilweise mal eine coole Rogue-Karte in einigen Strategien, keine Frage, die ist wirklich stabil gewesen, aber niemals auch nur ansatzweise broken. Es ist ein bisschen so wie mit so Karten wie beispielsweise Snake Rain beispielsweise bei den Reptilien. Jetzt gerade ist die Karte Bullshit, klar, weil es halt keine guten Reptil-Decks gibt, aber wenn die mal Meta werden sollten und es gibt dann ein Deck, was beispielsweise mit dem Grave arbeitet, wird die Karte sofort verboten und ist absolut busted. Und das ist hier jetzt gerade auch mal wieder der Fall. Diese Karte hier ist nicht geschrieben für die heutigen OP-Fels-Decks, sag ich mal. Das sollte so nicht bleiben. Und ich sag ganz ehrlich, Freunde, ich habe diese Karte hier in jedem Video gesehen, was ich quasi für die Recherche, für diese Prediction hier, naja, angeschaut habe. Und es hat auch seine Gründe, die Karte hier muss gehen, das würde dem Spiel in jeder Hinsicht gut tun. Als nächstes haben wir die Karte Jet Synchron und auch diese Karte hier habe ich in jedem Video gesehen. Und ganz ehrlich, Freunde, das war auch abzusehen. Es ist einfach ein guter Stufe 1 Tuner. Und wir haben halt die Karte Needle Fiber. Was soll ich sagen? Es ist einfach nur broken. Es ist wirklich gut, dass wir so eine Karte haben. Und andere Tuner, wie beispielsweise Glow Up, sind auch schon verboten worden. Diese Karte hier ist nicht viel schlechter. Bitte setzt ihr auch auf 0. Und man kann mit dieser Karte auch beispielsweise, naja, Aurora Dawn Plays einleiten, die auch sehr grenzwertig sind. Und da kommen wir auch schon so ein bisschen direkt zur nächsten Karte. Aurora Dawn. Es ist einfach mal ein recht generisches Mecha Phantom Beast Link Monster, was mit Tokens arbeitet. In welcher verdammten Welt sind Tokenkarten im Jahre 2020 noch fair, frage ich mich. Warum zur Hölle bringt Konami weiterhin solche Karten raus? Es ist einfach nur dumm. Die eskalieren einfach jedes Mal, gefühlt ohne Ausnahme. Und es ist wieder passiert, diese Karte hier ist in vielen Spam-Decks drin und niemand kann die Karte mehr sehen. Jetzt schon, und die ist noch neu. Klar, ich denke nicht, dass so neue Karte jetzt sofort gehittet wird, aber es wäre schön fürs Spiel, wirklich. Also, irgendwie sowas hier sollte durchaus passieren. Was ich auch noch gesehen habe auf einigen Listen, war die Karte Calamities und was soll ich sagen, das kann ich schon verstehen. Ich persönlich würde die Karte hier vielleicht nochmal da lassen und ihr noch eine Chance geben, aber es ist mittlerweile schon nervig. Wir können festhalten, wenn dieses Bossmonster hier das Feld betritt, hat der Gegner häufig sofort verloren. Und es gibt halt mittlerweile Möglichkeiten, diese Karte hier in viele Decks einzubauen. Es ist schon sehr grenzwertig. Ich finde, Floodgate-Monster haben so eine Grenze, die sie nicht überschreiten sollten, weil sie ansonsten einfach zu krass sind. So Karten wie Naturia Ungeheuer beispielsweise sind hart an der Grenze, aber noch fair. Aber Calamities könnte ein Step zu viel sein. Und die war jetzt schon einige Male in der Diskussion in verschiedenen Formaten auf Null zu gehen und ich denke jetzt, wird es langsam an der Zeit, ich kann es schon verstehen. Also ich glaube, in ein, zwei Jahren werden wir diese Karte hier nicht mehr spielen können. Irgendwann wird es passieren, die Karte hier muss früher oder später auf Null gehen. Und was ich auch sehr gerne auf der Bände sehen würde, wäre Needle Fiber. Als diese Karte rauskam, ne, wurde sie sofort in viele Decks reingespammt und ganz ehrlich, es fuckt mich jetzt schon ab. Es ist so ein Link-Monster, was einfach geschrieben war, um komplett zu eskalieren. Ich finde es überhaupt nicht schön, wenn ein Link-Monster gefühlt eine gesamte Summoning-Methode anführt. Und ja, das ist hier nicht so sehr der Fall, aber halt schon so ein bisschen. Es ist einfach ermüdend, so langsam.
Wollen wir jetzt wirklich weitere 12 Monate mit Needlefiber spielen? Wollt ihr das wirklich? Ich denke, jeder ist froh, wenn die Karte geht. Also irgendwann muss es doch mal der Fall sein. Ich muss sagen, als die Master Rule 5 angekündigt wurde, ne, und alles bekannt war dann und man sich dachte, okay, die Karte hier ist nicht mehr so zentral für Synchro, aber sie ist halt schon irgendwie ziemlich zentral, ne? Also eure Meinung hierzu gerne in die Kommentare. Ich denke, diese Karte hier ist generell, naja, sehr kontrovers, aber die auf 0 wäre schon irgendwie eine schöne Sache. Was nicht auf 0 gehen wird, ist die Karte Herold, aber auch die ist gerade in der Diskussion. Und zwar ist das hier einfach eine Negation. Und die Karte hier ist halt einfach ein günstiges Synchro-Monster und wir haben halt sowas hier und Co., ne? Was soll ich sagen, die Karte ist mittlerweile eines der beliebtesten Negation-Boss-Monster, die es gibt. Obwohl diese Karte jahrelang vollkommen fair war. Aber jetzt ist halt so ein bisschen das Kind in den Brunnen gefallen und was soll ich sagen, jetzt muss diese Karte halt auch leider wahrscheinlich verboten werden, beziehungsweise ist zumindest in der Diskussion. Hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber aktuell wäre es wirklich vorstellbar. Sehr, sehr heftig, aber ist halt wirklich auch eine gute Negation, die ein bisschen günstig ist. Und was wir halt auch haben, ist das hier. Und das finde ich ganz doll bitter. Die Karte Destruction Sword. Wir können festhalten, dieses ganze Bastablader-Thema ist schlecht. Wirklich sehr schlecht. Ist ein Fun-Deck mit einer coolen Fanbase und naja, die haben einfach Spaß mit dem Deck hier. Aber man kann diese Karte leider abusen mit Union Carrier. Ein weiteres Link-Monster, was absolut scheiße designt ist. In jeder Hinsicht. Das kann man auch nicht schönreden. Es nervt einfach. Weil das sorgt dafür, dass Duelle sofort enden, wenn man halt gegen diese Karte hier kein Out hat. Und was willst du tun? Wenn die liegen sollte, hast du verloren in vielen Fällen. Es sei denn, du hast quasi genau die Karte auf der Hand, die das Ganze stoppen kann. Ich finde, es ist halt einfach bedenklich, dass man Union Carrier so offen geschrieben hat, dass man halt sowas hier damit abusen kann. Was soll das? Und wenn diese Karte jetzt gilted wird, wird dadurch einfach, naja, Bastablader genervt, was halt wirklich gar nicht zerbrochen hat. Sehr, sehr merkwürdig, aber naja. Ihr wisst Bescheid, die Link-Monster, die sehr generisch geschrieben sind, sind zurzeit die Karten, die ich mit Abstand am wenigsten leiden kann. Ich verabscheue sie sogar teilweise. Und Union Carrier ist wieder so eine Sache, die ich einfach nicht enjoyen kann. Vielleicht könnt ihr das auch nicht, schreibt es gerne in die Kommentare. Denn naja, Freunde, das ist einfach eine Sache, die bietet keinen Spielspaß. Wenn die Karte liegen sollte, ist das Duell häufig vorbei. Ohne irgendwelche Interaktionen, das ist halt meh, sag ich mal, was Game Design angeht, zumindest in meinen Augen. Dann kommen wir zu einigen Karten, die auf 1 gehen könnten und da beginnen wir zunächst mal, naja, mit Alistair. Was soll ich sagen, jedes Mal, wenn wir die Meta hitten, ist Invoked wieder da und wird wieder gespielt. Du kannst es mixen mit Magnite, mit Shadol und mit vielen, vielen anderen Dingen und es ist nicht zu stoppen, weil es halt einfach eine kleine Engine ist, die funktioniert. Du beschwörst jede Runde ein bis zwei Bossmonster, Mechaba für Negations oder meinetwegen auch Pogatrio für OTKs und dann geht's ab. Wirklich sehr stark. Und Alistair ist logischerweise das Key-Monster. Klar, wenn man diese Karte hier limitiert, ist das Deck hier so ein bisschen tot bzw. sehr stark eingeschränkt. Aber wird's nicht mal Zeit? Wie viele Jahre ist jetzt schon Invoked relevant? Ich muss dazu sagen, ich liebe Invoked, ne? Ich spiele es sehr, sehr gerne. Aber es wird mal Zeit, dass die Karte geht. Oder zumindest der Field Spell sollte auf 1 gehen, das wäre das Allermindeste. Aber irgendwas muss passieren. Invoke darf nicht schon wieder ungeschoren davonkommen. Das wäre nicht so clever. Und ganz ehrlich, Freunde, die Dinos sind da ganz ähnlich. Das ist auch ein Rogue-Deck, was wirklich schon zu lange eine große Relevanz hat. Und ich denke, der Oviraptor als Konstanzkarte ist ein sinnvoller Hit. Das ist so eine Karte, die halt bei vielen Themen auf 1 gehen würde, wenn die halt gehittet werden. Und ich denke, es ist auch hier durchaus angebracht, diese Konstanzkarten zu hitten, ist an sich immer eine schöne Idee. Ich würde sagen, das ist auch eine Sache, die man tun sollte. Ist halt so ein bisschen, naja, die Normal Summon von dem Deck, beziehungsweise das Effektmonster, was einfach für, naja, Combos sorgt, beziehungsweise die Pieces raussucht. So, und was wir dann auch noch haben, sind einige Karten, die wieder erlaubt werden könnten. Und da beginnen wir zunächst mal mit halt einfach Performable Skycobat Joker. Was soll ich sagen, Freunde? Elektromite ist verboten worden. Wer spielt Pendel noch? Nicht mehr so viele, ne? Ist schon bitter. Und Pendel wurde auch nicht wieder gebufft in der neuen Master Rule, in keinster Weise. Es bleibt genervt. Sehr Pech gehabt, ne? Bisschen schade eigentlich, aber so ist es nun mal aktuell. Und die Karte hier kann jetzt wieder auf 1. Ich denke, das ist klar, vielleicht sogar wieder auf 2 oder 3. Aber die jetzt auf 0 zu halten, erschließt sich mir nicht so ganz. Ich denke, das ist eine Frage der Zeit. Dann haben wir die Karte Harpyen Federwisch. Dass diese Karte hier noch auf 0 ist, kann, denke ich, niemand verstehen. Wir haben Blitzsturm. Die Karte ist wahrscheinlich besser in vielen Situationen. Also wo diese Karte jetzt wirklich broken ist, erschließt sich mir nicht so ganz. Ich denke, ja, die wäre gut, keine Frage. Natürlich ist sie gut, aber unfair, kann man sich drüber streiten. Ist auch kein Quickspell oder so, muss man auch noch dazu sagen. Wie auch immer.
Und was wir auch haben, ist Time Seal. Das ist eine Fallenkarte, die einfach nur eine Draw-Phase skippen kann. Applaus. Wir haben so Karten wie beispielsweise Drastic Drop-Off, die einfach nicht viel schlechter sind. Und die sind auf 3 und niemand spielt die. Ich weiß nicht, was Time Seal auf 0 noch soll. Ich habe damals verstanden, warum die Karte auf 0 gegangen ist, keine Frage. Aber die Zeiten sind schon seit Ewigkeiten vorbei. Und ich denke, es wird Zeit, die Karte hier mal auf 1 auszuprobieren. Selbst wenn diese Karte jetzt irgendwie zum Universal-Staple werden würde, wäre es instabil, diese Karte hier einmal zu aktivieren, weil die Karte logischerweise dann auf 1 wäre? Vermutlich nicht. Also probiert die Karte nochmal aus. Ich würde sagen, Time Seal ist die mit schlechteste verbotene Karte auf der ganzen Bandlist. Und was wir auch haben, ist die Karte, naja, Thunder Dragon Koloss, weil ganz ehrlich, das Thema ist ein bisschen RIP aktuell. Wir brauchen den Koloss einfach und ich würde sagen, auf 1 wäre das eine gute Sache, oder? Könnte man wieder zurückbringen. Man kann auf jeden Fall darüber diskutieren. So, und jetzt haben wir einige Karten, die auf 2 gehen, beziehungsweise die ich auf 2 setzen würde. Und da beginnen wir zunächst mal mit Pantheismus. Was soll ich sagen? Pantheismus ist eine Karte, die ist nicht mehr broken. Monarchen wurden einfach überholt so ein bisschen. Aber die können halt nichts tun ohne Pantheismus. Diese Karte hier ist das Herz des Decks. Ohne diese Karte hier bringt sich das Deck hier einfach immer zu Tode und kann nicht spielen. Die muss auf 3 sein oder zumindest mal auf 2. Und da Konami logischerweise vorsichtig vorgehen sollte, schlage ich vor, die Karte auf 2 zu setzen. Und ich würde sagen, das wäre eine gute Sache. Was auch auf 2 gehen kann, ist die Karte Dynamite Knight The True Draco Fighter. Und naja, Diagram ist weg, ne? Das bedeutet, die wichtigste Karte des Themas ist verloren gegangen so ein bisschen. Masterpiece ist auch schon lange weg. Und die Falle beispielsweise ist auch limitiert. Ich denke, so ein bisschen was können sie das Thema schon wieder bekommen, oder? Ich würde sagen, das wäre so ein bisschen Zeit. Und diese Karte hier auf 2 oder 3 macht jetzt nicht einen Riesenunterschied. Also, das kann man schon mal überlegen. Dann haben wir Necklace of Unicorn. Was soll ich sagen? Die Karte hier muss auf 2 sein. Bitte, wir warten seit Ewigkeiten drauf, aber es passiert einfach nicht. Ich denke, das ist wirklich nur eine Frage von den nächsten paar Monaten. Irgendwann muss es sich mal ereignen, dass wirklich Necros komplett runter ist oder ansatzweise komplett runter ist. Zumindest diese Karte hier auf 2 wäre schon mal eine sehr gute Sache. Ich meine, ganz ehrlich, ohne Unicorn kann das Thema hier einfach nicht so viel machen letztlich. Dann haben wir Morphing Jar, auch so eine Karte, die auf 1 nichts tut. Absolut nichts. Kann man gerne auf 2 setzen und ganz ehrlich, Morphing Jar OTK ist Bullshit. Das ist kein gutes Deck. So, und dann haben wir Dragon Buster. Was soll ich sagen? Oh Gott, Mann, wieso? Warum ist diese Karte hier auf 1? Ich verstehe es nicht, wirklich. Als wir in die Master Rule gekommen sind, ne, wurde die Karte hier limitiert. Aus Angst von Konami, keine Ahnung. Das hat keiner verstanden so richtig und jetzt wird die Karte nicht mehr gespielt, also ABC ist tot. In jeder Hinsicht. Das ist irgendwie sehr schade. Ja, es gibt Kombos mit der Karte, wenn die auf 2 wäre oder 3. Aber es ist halt normal. Es gibt halt Kombos so. Ob es jetzt so unfair wäre und so konstant, ich bezweifle einiges. Also, bitte setz die Karte auf 2. Das ist, denke ich, ein ziemlicher No-Brainer. Das war eine Fehlentscheidung. Zumindest halt aus meiner Sicht. Und was auf 3 gehen sollte, ist das hier. Ich habe mir mal einige Karten angeschaut und ich muss sagen, die meisten Karten kann man gut auf 1 oder 2 lassen fürs Erste. Aber das hier ist halt schon hart lächerlich. Also sorry. Ulti Kennerhawk ist Bullshit. Das Thema ist halt wirklich sehr, sehr schlecht. Das war relevant zu einer Zeit, da war Scheudol das erste Mal Meta und so, ja. Wir reden von der Zeit, da war Satella Knight, ne, mein Lieblingsthema, noch Meta. Also wirklich, das ist lange, lange vorbei und selbst da war dieses Deck hier nur Rogue-fähig, beziehungsweise wurde mitgehittet, als der Meta gestorben ist, damit es halt nicht nachträglich aufsteigt, wie zum Beispiel halt in Invoked und Co. es aktuell tun. Aber ganz ehrlich, könnte dieses Thema hier noch jemals irgendwie mithalten? Nein, nie wieder. Die Karte muss auf 3. Es gibt einige Gerüchte, dass diese Karte hier auf 1 ist, wegen halt einfach diesen etlichen Kombos bzw. viel zu langen Spielzügen. Aber kommen die heutzutage überhaupt noch durch, frage ich mich. Ich bezweifle es. Aber gut. Eure Meinung hierzu, gerne in die Kommentare. Wie gesagt, Freunde, hier wird nicht alles passieren. Beispielsweise die beiden Karten hier zusammen wäre komplett sinnlos. Oder, naja, dass die beiden Karten gehittet werden gleichzeitig, finde ich auch sinnlos. Oder zumindest unwahrscheinlich. Ich finde es unwahrscheinlich, dass hier alle 4 verbotenen Karten gleichzeitig auf 1 kommen. Aber es sind dann alles Möglichkeiten. Wie gesagt, Freunde, ich will hier möglichst viel abdecken. Ich habe einige Sachen auch nicht angesprochen, bewusst. Aber ich würde sagen, eure Meinung hierzu könnt ihr mir gerne schreiben in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, geht auch bitte an meinen Sponsor Lotte Cards, an meinen Gaming-Kanal und ganz wichtig, Freunde, naja, an meinen Twitch. Ich livestreame mittlerweile regelmäßig und da wurde sich auch beispielsweise dieses Video hier gewünscht. Von daher schaut da gerne mal vorbei. Und da würde ich sagen, Leute, sehen wir uns dort.